Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Spielzentrum. Nee, auf der Karte in Thüringen. Wir werden jetzt noch ein paar Ladungen neu holen. Wir machen die mal hier voll. Das heißt, wir sollten mindestens 2 LKW Ladungen holen. Dann haben wir Ruhe. Und dann können wir die Garten machen. Ja, wie wenn ich an nächsten Mal anhänge, lade ich mir noch rein. Wenn wir angefahren kommen. Ansonsten lassen wir die stehen und wir fahren einzelne Anhänger zum Feuerwerk. Oder kann er nebenbei auffüllen, das können wir ganz gut machen. Also wenn ich irgendwie mal die Förderband fahren und dann das schon mal voll wird. Brauche ich ja immer so lange, ne? Ja, 250.000. Bisher haben wir 2 reingefahren. Wir haben noch einen dritten und vierten schaffen. Vor allem können wir diese Lage jetzt hier voll machen lassen für die BGH. Und die anderen beiden Fahrzeuge werden wir später hier stehen lassen. Dann können wir ja ohne Bedenken die restliche Lage dann verkaufen. Also Strom generieren, ne? So. Müssen wir erstmal die. Ah! Dann müssen wir den R1 komplett sowieso immer ranfahren lassen, ne? Den zweiten auffüllen. So, komm ich vorbei. Ups. Das heißt, wir noch nicht, kann ich mal den voll machen, sondern von den zweiten. Jetzt ziehen wir den ersten und der erste muss voll sein. Ah, der erste ist voll. Dann machen wir gleich den zweiten auch voll. Die Silage. Das Förderband läuft. Läuft nicht. Anschalten. Das ist ein bisschen irreführend, weil er läuft ja eigentlich, ne? Ja, mal sehen, wie weit jetzt wegzieht hier, keine Ahnung. Hier liegt ein bisschen noch weg, aber. Das muss noch gehen. Das nur. Das kann man genau sehen, wie es in Silo reingeht. Die Texte gut. Und dadurch wird da entsprechend keine Silage. Oder beziehungsweise man kann es ja nicht nutzen. Da war der LKW stehen geblieben, hier vorne irgendwo. Genau, fast getroffen. So, jetzt fahren wir fix zur Händler und holen noch ein Heu. Ja, ohne Heu läuft nichts. Ton gut, Musik gut, ja, ich gut, ja. Immer schwierig. Das mitzukriegen zur rechten Zeit vor allen Dingen. Hab kein Alarm, kein nix. Wieder Wilde über der Straße. So. Ohne Angst zu haben, geblitzt zu werden, können wir hier lang heizen. Gibt's keine Probleme dabei. Oh nee.
Jetzt bin ich leicht müde und eher wenn ich ins Bett gehe, kann ich nicht schlafen. Dann sehe ich mich auf. Ja, zum Glück kann ich morgen ein bisschen länger schlafen. Mittag ist es ja fertig. Von daher ist es kein Stress. Schlimm wäre, wenn man noch was kochen müsste, dann wäre das ein bisschen umständlich. Wenn man so. Vielleicht bin ich deswegen müde, weil ich gerade einen vollen Bauch habe. Ja. Wahrscheinlich. So, jetzt geht's nicht mit den Händler und ein paar Heuball holen. Ne? Wir haben ja nichts. So, mal gucken mal und schauen mal, ob wir gleich aufnehmen können. Heu. Das ist ja nicht normal. So, was fehlt noch? Eins, fünf Stück. Halb mir verzählt. Ja, also viel genau. Alles möglich. Deckel zu. Gar nicht. Jetzt wäre ein Kaffee kommen. Grundverkehrt, weil genau jetzt der Mutterwerder nicht sein muss. Ne? So, jetzt haben wir Zeit, 8 Minuten. Also, eine Fuhre noch und dann haben wir es geschafft. Ja. Ja, 15 Minuten ist nicht viel. Ne? Also ungefähr, meistens wird doch ein bisschen mehr und dann geht es mal auf 18 hoch, machen wir extrem, Einfall 38, das war schon also richtig extrem. Das merkt man auch beim Bearbeiten, dass es länger dauert. So, halb 8 haben wir jetzt. Wenn wir jetzt morgen Gras wechseln, das werden wir nicht mehr mähen können. Dazu wird es nicht mehr reichen. Ich überlege gerade, ob wir das düngen können. Ist möglich? Mal gucken. 38. Mais, Gas. So. Im Wachstum, das könnte man echt düngen. Jo. Dann werden wir es aber echt klar, ne? Okay, 2. Haben wir noch einen da? Mit Anhänger schon dran? Den großen ziehen können, dann können wir dann noch voll durchziehen, ne?
wäre so eine gescheite Sache. Zwei Achse, genau. Den Dünger nachholen und dann vorne noch durchdüsen. Dann haben wir noch die letzten beiden Folgen voll Arbeit. Eine Maßnahme. Dann haben wir die Stufe 2 auch fertig. Ja, her damit. Muss ich bei Gelegenheit mir eine Kugel kaufen. Dass wir sie früher entsprechend zum Vorrat haben. Tut gut. So. Müsste reichen für den Acker. Das Feld 38. Da hat die Gewicht dran. Aber lasst es mal ganz gut. Aber ich sag mal, wenn ich heute fertig habe, dann habe ich morgen genug zu bearbeiten. Und das wäre dann perfekt. Rein theoretisch könnte ich dann am Dienstag dann hochladen. Ich hätte Mittwoch, Donnerstag frei. Ne? Und Anführungszeichen. Ne? So. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir einen Kurs da haben. Ist ja normal, Umstand geht der Brechen ja schnell. Bis auf Feld 28, da natürlich Ewigkeiten. Aber hilft mir drüber. Geht gut auf. Ja, wo ist der LKW? Ja. Ich hab Ballen verloren. Wo sind die? Ah! Das ist ja Hammer. Doch festgemacht. Wo ist der nächste? Einer fehlt noch. Ne, alle da. Oh. Das wäre was geworden. Dunkel noch einsammeln. Schnell noch eine Fuhre im hellen Rand kriegen, ne? Und eine zweite. Die Fuhre war noch fertig und dann geht der nächste los mit dem zweiten. Dann haben wir schon mal nächste Aktion ist in Vorbereitung, Ernte auf Feld Nummer, ich glaube 42, so ja. Wir sollen Überladewagen noch abholen, die Gerste, und Drescher bereit machen zum Dreschen, umstellen. Da sind sie ja schon. Ob ich nur einen dreschen werde oder zwei, das kann ich auch nicht genau sagen, weiß ich nicht. Entscheide ich dann, wenn es soweit ist. Erstmal da sind ja schon mal zwei. Ist ja im Grunde nicht schlecht. Dann nehmen wir uns die Silage voll machen im zweiten. Dritten Anhänger und dann nachher wieder in Richtung BGH.
Irgendwann haben wir dann auch die ganze Silage verkauft. Das haben die auch immer gemacht. Ja. Ist ja gar nicht machbar. Müsste mit Kurs, Kursplay ist auch ungünstig, weil Förderband ja auch flexibel ist. Ne? Also, ja. Das war Heu. Da ist noch ein Baum. Ich habe noch einen Baum vergessen. So, die Heuballen müssen noch mit rein. Du musst mit rein. Strom nimmt er nicht. Also, er nimmt schon, aber er wartet, bis es entsprechend leer ist, ne? Ist ja nichts da. Beziehungsweise ist zu viel da. So, liebe Schau, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke, dass ihr fürs Reinschauen. Dann sage ich immer Tschüss und winke winke, ciao, ciao. Ne? Mach's gut und ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss.